Rojava und ganz Kurdistan vor jedem weiteren Vormarsch des islamistischen Terrors zu schützen. Dass die entschlossensten Gegnerinnen der fundamentalistischen Gotteskrieger ganz überwiegend selbst muslimischen Glaubens sind, nur eben weltzugewandt und laizistisch, das beweist, dass es mitnichten um einen Kampf von Nicht-Muslimen gegen Muslime geht, sondern um einen gemeinsam geführten Kampf gegen eine reaktionäre Bedrohung. Umso erbärmlicher, wenn nun in Deutschland fernab des Schlachtfeldes ausgerechnet Hooligans und Nazis versuchen, unter der gemeinsamen Klammer der Islamfeindlichkeit ihre ebenso reaktionäre Weltanschauung kundzutun. Heute will sich in Köln ein Spektrum deutschtümelnder Rassisten, männerbündischer Hooligans und ausgewiesener Nazis bundesweit zusammenrotten, um pauschal gegen Muslime und Migrantinnen aufzuwiegeln. Sowohl Dschihadisten als auch Rechte folgen einem autoritären, reaktionären Weltbild, das Menschen aufgrund ihrer Herkunft und Kultur einen unterschiedlichen Wert zuschreibt. Wer nicht in ihr menschenverachtendes Weltbild passt, dem droht die Vernichtung. Die Hooligans und Nazis unter der Abkürzung HOGESA, welche heute ihre Kundgebung auf der Rückseite des Hauptbahnhofs veranstalten, verstehen den Islamismus nicht als eine reaktionäre Bewegung. Vielmehr wählen sie die rassistische und kulturalistische Deutung, dass der Islam an sich rückständig sei. Bei dieser Deutung werden alle muslimischen Menschen gebrandmarkt und abgewertet. Diese Deutungsmuster finden sich auch heute in der Mitte der Gesellschaft wieder. Auch hier wird eine Fortschrittlichkeit der deutschen und der europäischen Gesellschaft gegenüber der sogenannten islamischen Welt behauptet. Das Thema dient sie ihnen tatsächlich nur als Aufhänger, um ihre menschenverachtenden Rassismus zu propagieren. Die Hooligans wählen die direkte Gewalt gegen Menschen, die sie als ihre Feinde identifizieren. Sie sind gewaltverherrlichende Männerbünde, deren gesamte Lebensausfassung in einem Ausmaß reaktionär ist, dass sie für die rechtsradikale Ideologien strukturell anschlussfähig sind. Bei beiden Gruppierungen handelt es sich um eine gewaltverherrlichte Bande, die anarchisches Männer- und Kriegerbild idealisieren. Sie grenzen aus, was nicht in ihre Normen passt. Und alles, was ausgegrenzt wird, ist schlecht und muss nach deren Ideologie letztendlich zerstört werden. Es herrscht ein selektives, sozialdarwinistisches Weltbild. In der deutschen Geschichte vor 80 bis 65 Jahren wurde unter dem gewählten NS-Regime schon einmal Menschengruppen ausgegrenzt, abgewertet und ermordet. Über 100 Millionen Mal. Auch wir kritisieren den militanten Islamismus und halten ihn für gefährlich. Jedoch darf man das eine unmenschliche Weltbild mit dem anderen nicht bekämpfen. Heute, auf dem Breslauer Platz hinter dem Hauptbahnhof, hat der Herrner Neonazi Andreas Kraul die Rolle des Versammlungsleiters für das Neonazi-Hooligan-Großtreffen übernommen. Er macht auf seinem Facebook-Profil auf seiner tiefbraunen Gesinnung keinen Hehl. Auch beim Blick in die Profile von HOGESA-Sympathisantinnen finden sich zahllose, gewaltverherrlichende, neonazistische und rassistische Postings und Kommentare. Da wundert es nicht, dass mittlerweile zahlreiche Neonazi-Gruppen, darunter die Partei Die Rechte, zur Teilnahme an der HOGESA-Veranstaltung aufruft. Dieses HOGESA-Treffen in Köln ist eine Veranstaltung, die von Neonazis organisiert wird und zu der vor allem Neonazis und Rassisten erscheinen. Und wenn tatsächlich eine Demonstration von über 1000 gewaltbereiten Hooligans und Neonazis zugelassen wird, entsteht eine völlig unkontrollierbare und nicht zu verantwortende Situation. Wir fordern die politischen Verantwortlichen der Stadt auf, diese Veranstaltung und vor allem den Aufmarsch der Rechtsextremisten zu stoppen. Jeder und jeder ist aufgefordert, sich zu verhindern. Antifaschisten! Alerta!